Also, lesen wir mal kurz nur aus Spaß und Freude mit der Kamera aus Ernst Blochs Geist der Utopie. Ihr Vorleser heißt Thomas Czerwinski und er testet die Kamera, indem er was Nützliches vorliest. Mit einer Freude. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir sind im Fernsehen. Ich fühle mich wie ein Kind, das gerade ein bisschen rumspielt. Ob man im Hintergrund, oder ob man die Musik im Hintergrund hört, mal gucken. Ich fange einfach mal mittendrin an. Und das wird gar nicht so lange dauern. Also, Ernst Bloch zur Philosophie der Musik. Die Überschrift lautet, die zweite Überschrift lautet Traum. Wir hören nur uns, denn wir werden allmählich blind für das Draußen. Was wir sonst auch gestalten, führt wieder um uns herum. Es ist nicht genau so ohne weiteres ichhaft, nicht genau so dunstig, schwebend, warm, dunkel und unkörperlich wie das Gefühl, immer nur bei mir, immer nur bewusst zu sein. Es ist Stoff und fremdgebundenes Erlebnis. Aber wir gehen im Wald und fühlen, wir sind oder könnten sein, was der Wald träumt. Wir gehen zwischen den Pfeilern seiner Stämme, klein, seelenhaft und uns selber unsichtbar als ihr Ton, als das, was nicht wieder Wald werden könnte oder äußerer Tag und Sichtbarkeit. Wir haben es nicht, das, was dies alles um uns an Moos, sonderbaren Blumen, Wurzeln, Stämmen und Lichtstreifen ist oder bedeutet, weil wir es selbst sind und ihm zu nahe stehen, dem gespenstischen und noch so namenlosen des Bewusstseins oder Innerlichwerdens. Aber der Ton brennt aus uns heraus, der gehörte Ton, nicht er selbst oder seine Formen. Der gehörte Ton, nicht er selbst oder seine Formen. Also der gehörte Ton, nicht er selbst oder seine Formen. Dieser aber zeigt uns ohne fremde Mittel unseren Weg, unseren geschichtlich inneren Weg als ein Feuer, in dem nicht die schwingende Luft, sondern wir selber anfangen zu zittern und den Mantel abzuwerfen. Punkt. Ende. Also, es geht, wenn ich beim Erstlesen sofort eine Interpretation herausarbeiten soll, ist das ziemlich schwierig. Deswegen lese ich es nochmal ein zweites Mal vor. Aber eben, warum befinden wir uns in einem Wald? Warum bringt uns Bloch in einen Wald, wenn wir eigentlich über die Philosophie der Musik reden wollen? Aber er beginnt, so wie ich das sehe, ein Kapitel über die Musik, über die Philosophie der Musik in einem Wald. Wenn ich jetzt auf die andere Seite schon schaue, dann geht das schon zur Geschichte der Musik. Also ist schon das Kapitel der Philosophie der Musik zu Ende. Deswegen können wir es als abgeschlossene Entität interpretieren. Und er nimmt aus dem Wald den gehörten Ton heraus. Zu Anfang redet er vom Ich-Werden und dass der Wald für uns träumt. Also es gibt da den Wald und es gibt das Ich-Bewusstsein. Und wir erhalten von dem Wald allerhand, aber dann bricht heraus der gehörte Ton. Und er hat, das muss ich hier betonen, weil man es nur vorlesen kann, das Wort gehörte, also gehört, von der gehörte Ton hat er
kursiv geschrieben, also ein wichtiges Wort, das man betonen soll. Kann ich nur noch betonen, nochmal betonen, weil es ja vorgelesen ist und der Leser es nur sieht. Deswegen kommt also die Musik aus der Natur und wir, was machen wir damit, dass es wie ein Feuer wirkt, dem Gespenstischen und noch so Namenlosen des Bewusstseins oder Innerlichwerdens, weil wir es selbst sind und ihm zu nahe stehen, dem Gespenstischen und noch so Namenlosen des Bewusstseins oder Innerlichwerdens. Also, ich zitiere, aber wir gehen im Wald und fühlen, wir gehen im Wald und fühlen, wir sind oder könnten sein, was der Wald träumt. Wir gehen zwischen den Pfeilern seiner Stämme, klein, seelenhaft und uns selber unsichtbar, als ihr Ton, als das, was nicht wieder Wald werden könnte oder aus äußerer Tag und Sichtbarkeit. Also wir sind auch ein Ton, seelenhaft und uns selber unsichtbar als ihr Ton. Wir sind der Ton des Waldes. Als das, was nicht wieder Wald werden könnte oder äußerer Tag und Sichtbarkeit. Was er mit äußerer Tag meint, weiß ich nicht. Sichtbarkeit. Musik können wir nicht sehen, nur hören. Also alles das, was nicht mehr sichtbar ist, aber gehört werden kann, machen wir zu Musik. Wir haben es nicht das, was dies alles um uns an Moos, sonderbaren Blumen, Wurzeln, Stämmen und Lichtstreifen ist oder bedeutet. Wir haben es nicht, weil wir es selbst sind und ihm zu nahe stehen. Dass wir diese Dinge im Wald mit den Augen aufnehmen, mit dem ganzen Bewusstsein natürlich, aber auch mit den Augen, und es dann verarbeiten, dem Gespenstischen und noch so Namenlosen des Bewusstseins oder Innerlichwerdens. Aber der Ton brennt aus uns heraus, der gehörte Ton. Also wir nehmen das alles auf, eher mit der sichtbar machenden Position aus der Ich-Perspektive und machen daraus einen Ton. Aber der Ton brennt aus uns heraus, der gehörte Ton, nicht er selbst oder seine Formen. Dieser aber zeigt uns ohne fremde Mittel unseren Weg, unseren geschichtlich inneren Weg, als ein Feuer, in dem nicht die schwingende Luft, sondern wir selber anfangen zu zittern und den Mantel abzuwerfen. Den Mantel abwerfen, hört sich nach einer Befreiung an. Sondern wir selber fangen an zu zittern. Wir zittern. Das ist was Musikalisches. Zittern auch vor Angst. Zittern. Und dann werfen wir trotzdem den Mantel ab. Weil frieren tun wir wahrscheinlich, wenn wir zittern, aber Zittern ist eine Schwingung und hat dann wohl auch was Musikalisches an sich. Der gehörte Ton nicht er selbst oder seine Formen. Was soll ich daraus machen, ne? Ich verstehe das nicht. Nicht er selbst oder seine Form. Also nicht er selbst, der gehörte Ton, aber nicht er selbst. Dieser aber zeigt uns ohne fremde Mittel unseren Weg. Ja, es ist wunderschön lyrisch. Auch wenn ich nur das, was ich jetzt hier spreche, benutzen kann. Aber es ist ein lyrischer Gang durch einen Wald und herauskommt ein innerliches Feuer, das Musik macht, zittert und wir einen Befreiungsakt versuchen, das, was wir im Wald Gespenstisches erleben, was nur durch unser Auge sichtbar ist, weil wir in dieser Situation dort stehen, fängt es an, in uns zu brennen. Und dann wird eine Musik lebendig. Das interpretiere ich mal hier raus. Jetzt sehe ich auch wieder, also, der Wald ist so ein bisschen im Sinne einer Romantik eine Traumfabrik für uns. Mystisch, gespenstisch,
und ja, weckt in uns ein Feuer. Das nehme ich hier raus. So schön der Text ist, so kurz ist er auch, deswegen beende ich diese kleine Reise in die Philosophie und zu Ernst Bloch, der über die Philosophie der Musik geschrieben hat. Vielen Dank.